Die Widersprüche sind ja überhaupt nicht wegzudenken. Wenn man nicht ein hochtalentierter Ignorant ist und in der Lage ist, Realität wahrzunehmen, dann wird man ja merken, wie relativ die Realität ist und wie absolut die Widersprüche. Und ich glaube, wenn ich nicht zwischen die Zerreißung des Lebens geraten wäre, wäre der Maler Bernd Kröberling nie entstanden. Das Geheimnis, falls ein Bild darüber verfügt, ist ja auch die Ambivalenz und die Vielschichtigkeit eines Bildes. Und für mich ist Ambivalenz keine, eigentlich ein fast natürlicher Zustand. Wenn man eine Farbe auf ein Bild setzt, ist die Welt in Ordnung. Wenn man eine zweite Farbe aufs Bild setzt, ist die Welt immer noch in Ordnung. Wenn man die dritte Farbe aufs Bild setzt, kommt man in Teufels Küche. Aber dann beginnt Malerei. Thank you.